weil das ist ganz, ganz großes LKW. Anni! Was gibst du denn da hier? 60 Euro. 60 Euro machen wir. Andere Sachen da oder was? Okay. Mehr als. Ja. 3000 Wieder mal Freitag und es ist wieder mal viel passiert. Wie ihr seht, ist der Platz hier planiert. Das heißt, wir haben hier Schotter hergekriegt und das haben die dann gleich auch gewalzt und das haben die gleich geschoben. So, das ist fertig. Die Wände sind jetzt komplett hoch. Jetzt kommt da oben noch ein Betonrand rundherum, so dass das dann auch erdbebensicher ist. Der zweite Bruder von Marilou ist gekommen. Er ist von Beruf Schweißer und er macht als erstes unser Tor fertig, unsere Einfahrt. Dann wird er anschließend auch die Konstruktion vom Dach schweißen. Ja, Marilou ist zu Hause geblieben. Die fühlt sich nicht so ganz gut. Ja, und ich bin hier und seit gestern haben wir auch unseren eigenen Strom. Bisher haben wir unseren Strom immer vom Nachbarn bezogen. Unseren eigenen Strom. Ja, es geht voran, es geht sehr, sehr schnell voran. Und das ist auch gut so. Ja. Ich schätze mal, nächste Woche. Spätestens übernächste Woche fangen wir an mit dem Dach und ich schätze in anderthalb Monaten ist unser Haus dann fertig.
es tut sich immer mehr. Das ist schon mal gut so. That is a new dress. 21 days. Fire oven. Tingnan natin. Nag-visit lang kami ako dito sandali para magbigay ng mga sahod sa mga tao. One days namin ito ginawa dito. Bim na, bim. Days na itong ginawa dito. Malapit na kaming mag-roofing. Ha 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 ha